Und damit herzlich willkommen zurück zu State of Decay Teil 2 hier bei Explorer IP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, letzte Folge haben wir unsere Mädelstour gestartet. Waren eigentlich mit Delia unterwegs, haben dann eine Quest gemacht und Catherine getroffen. Und die Gute ist jetzt, hat sich uns angeschlossen. Eigenschaft Computer, können wir schon mal gut gebrauchen. Aber wir brauchen noch einen Elektriker. Ich weiß nicht, ob sie das sekundär auch noch weitermachen kann. Schauen wir mal. Ich habe auch jetzt gar keine Ahnung, ob sie uns jetzt die ganze Zeit begleitet oder ob wir sie jetzt erstmal zur Basis bringen müssen. Fragen über Fragen. Weil eigentlich machen wir eine Quest. Das Lied, das beste Lied aller Zeiten. Das wollen wir machen und da fahren wir jetzt auch hin. Haben wir da auf dem Weg... Ort nicht sicher, verlassene Gebrauchsanlagen, permanente Schutzzone. Haben wir denn schon alles, was dunkel ist, haben wir da schon eingenommen, ne? Haus mit Erkerfenster 455. Potenzielle Ressourcen. Ruinierter Schuppen. Ja, das können wir immer noch machen. Wir müssen eigentlich. Infektionsherd. Was haben wir hier? Egal. So, wir müssen nach da oben. Wohnwagen. Grasen wir ein bisschen so ab. Was wir können. Sollte ein bisschen vorsichtig sein, unser Auto schon. Slaughters! Skunks of the Zed World. Oh, das ist dicker. Something useful in here. Ja, bitte. Und ich, das wäre ein ganzer Schaltkreis aus dem Scheiße. I know someone who'd love this. Oh, drei Parkour-Schild. Ja, und eine Waffe. Geil. Alles, was wir brauchen, auf einen Haufen. Sehr schön. I'm a little full at the moment. That's not going to fit. Okay, dann werden wir jetzt mal eben das Auto reparieren und betanken. Eigentlich ausrüsten. Okay. Auto fahren. Ja, da war es doch gerade. Hallo. Ja. Reparieren, Volltanken. Zumindest wieder eine Tür. Ist schon mal bewährt. Tanken. Da war's. Da. Okay. Haben schon wieder zwei Slots frei. Sorry, can't carry that. So, ich habe das jetzt alles rausgenommen. Ich esse. That's not going to fit. Ich komm wieder rein. Den Sprit nehmen wir mal raus. Wie viel Kiste denn noch an Sprit?
Nee, wird's alles nix. Okay, das ist voll. Gut. Darin. Hat man das jetzt hier vorne schon gelootet, alles? Ach, dann schmeiß doch das hier weg. Dann brauchen wir, was ist das? Palettenauslagerungslösung, hier robuste Paletten, ja. Das kann weg, das nehmen wir mit. Und. Ja. Wieso kann man die ja nicht stacken, ey? Weiter und anders. Ja. Ich verstehe es nicht. Haben wir jetzt hier noch Platz? Erste-Hilfe-Kasten. Okay, Verbände. Einmal Benzin lassen wir auch drin. Und. Schrauben. Zur Not, wir können auch auf die zwei wechseln und mit denen auch noch Kram aufheben. Wenn wir denn jetzt noch irgendwas Besonderes finden. Haben wir das schon? Die neutral. Sind die uns? Enklave feindlich, Enklave neutral. Vielleicht können wir mit denen handeln. We should see if that person needs our help. Ja. Machen wir Licht an. You're welcome here. Hey, Rosie! Oh, hi there. Infos, Begleiter werben. Du kannst keinen weiteren Begleiter anwerben. Okay, wahrscheinlich, weil Catherine dabei ist. Sie hat auch Computer. Können wir mit dir handeln? Nee, ne? Können wir ja wahrscheinlich nicht, weil wir sind unneutral. Ist hier sonst noch jemand in der Hütte, der eventuell bereit wäre, mit uns zu handeln? Wow. Was? Anlagenmord. Eine moderne Maschine, die Lebensmittel Feuchtigkeit entzieht und so wie lange. Ja. Handwerkerbuch, ja. Standmixer. Installiere diesen Mod. Ach, das ist eine Mod. Ach, Kinder, das ist doch Fuck. Wir wechseln mal auf Velia. Bestelia. Gleiche. Ja, wechseln. Düster, Kind. Düster. So, wo hat die Mutti jetzt? Da steht die Mutti. Immer bitte du die Mod. Danke. Und wir machen mit Hong weiter wegen der Quest. Haben wir die Quest jetzt abgebrochen? Nee, ne? Nein, haben wir nicht. Mach mich jetzt nicht fertig hier. Tatsächlich. Okay. Was für ein Cheater. Was können wir denn hier noch in der Nähe machen? Sind wir hier oben, können die Quest nicht machen. Was ist das hier? Überleben und Schwierigkeit. Versuche die Überlegen am PGT. Okay, dann machen wir das. You think we should get rid of some of these infestations, maybe? Maybe. Maybe not. Ich verstehe den Sinn aber nicht, dass du die Charaktere nicht wechseln darfst, um mehr Loot mitzunehmen, oder... Oh Gott. Packt ab. Wenn ich das so sagen darf. Verstehe den Sinn dahinter nicht. Mal eben wechseln, mit ihr eben looten und dann auf sie wieder wechseln und die Quest weitermachen. Wo ist denn das Problem? Seien sie es so dement, dass sie vergessen hat, dass sie eine Quest hatte für mich. That's not going to fit. Ja, jetzt kommen wir nicht schon wieder. Ja, müssen wir später wieder kommen. Hier dran. Haben wir das schon gemacht? Den hatten wir schon hier.
Gut, dann machen wir wenigstens die Quest mal eben. Ja, wir brauchen Einfluss und den kriegen wir meistens natürlich durch Questen. Logisch. Klar ist klar. Wo steht unser Auto? Hier vorne, ne? Looks like we have a screamer over here. Ach so. Egal, komm, steig ein. Yes, that's a screamer, all right. Das Auto kaputt. Ja, eigentlich. Wo müssen wir denn lang? Was ist das? Nein! Das war so geplant. Ab! Wo wollten wir hin? That's a lot of Zeds. Oha, ja. Okay, Tür. Weiter geradeaus. Das ist nicht so sinnvoll. Nee, stimmt. Weiter geradeaus und dann links. Sunshine, we've got a feral on our hands. Ein Bug. Dein Bug, mein Bug. Oh, unser Bug. Du kannst mal langsam wieder hell werden. Bitte. Please. Bleibt. Bleibt. Gut, Mädels, auf geht's. Wir kloppen uns noch ein bisschen. Weiter geht's. Wir sollen hier rein. Runter. Wir können doch nichts looten, Freunde. Waffenteile. Ja, weiß ich gar nicht. I'm a little full at the moment. So, was sollen wir denn hier machen? Überlebendenaktivität. Kehre mit deinem neuen Rekruten nach Hause, okay. Gut, dann looten wir eben mal hier ein bisschen. Gucken, was wir noch Besonderes finden. Dann fahren wir erstmal zurück nach Hause. Nothing we can use. Jetzt mal kommen wir nicht in Bedrängnis hier.
sorry, can't carry that. Oh, yeah, yeah, yeah. Noch zwei Behälter. Küsch. Slash. Draußen. Okay, wir gehen ja mal ins Haus. Hier sind die zwei. Okay. Sie verstehen nämlich beobachten. Das ist schon unheimlich. I think I'm done searching here. So, okay. Ja, dann düsen wir ab nach Hause. Ist so Auto voll, Taschen voll. Was, du kannst dich spezialisieren? Was denn Geistesgegenwart? Durch Einfache kannst du zusätzlichen kannst außerdem mehr Vorausgegenstände stapeln. Ja. Ein Slot mehr, dann gehen wir nochmal hin. Eins davon noch mehr. Oh, ist ja Wahnsinn. Ich bin also hellauf begeistert. Ich kann mich vor Freude gar nicht bremsen. Nehmen wir die Waffenteile. I grew up on the bayou. My people made beauty from up there. We did it by sharing what we had and looking out for our neighbors. That's what the network is about to. Gut, die Klinik, dafür brauchen wir wahrscheinlich jede Menge Waffen, Medizin. Hier oben haben wir noch jede Menge zu erkunden und zu looten. Und das hier auch noch alles. Ja, Jesus. Aber wir düsen jetzt erstmal ab nach Hause. Was ist denn das hier? Ja. Es geht jetzt ab nach Hause. Aber ich würde sagen, das machen wir erst in der nächsten Folge, weil wir sind jetzt schon bei 18 Minuten. Ich danke dir draußen fürs Zuschauen, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst, und sage Tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao.